Hallo, heute sind wir im Aquazoo Lübbecke Museum. Tequila-Kerblinge zur Goneticus Tequila in einem eingerichteten Aquarium. Wir haben verschiedene Altersklassen hier zu sehen. Hier ist ein ganz junges Männchen zu sehen, das ist ein ausgewachsenes Weibchen. Und das Besondere bei diesen Tequila-Kerblingen ist, dass die sich durch innere Befruchtung vermehren und dann lebend gebärend sind. Also die Weibchen bringen wirklich lebende Jungfische zur Welt. Diese Kerblingsart ist ziemlich stark bedroht in der Natur. Sie kommt aus Mexiko, aus dem Hochland von Mexiko, aus der Mesa Central. Und dort ist der Lebensraum in den letzten Jahren ziemlich stark zerstört worden durch Weidetierhaltung und ähnliche Dinge. Und jetzt kümmert sich die Uni Morelia darum, gemeinsam mit verschiedenen Zoos und Aquarien und auch mit Hobbyzüchtern, diese Art zu erhalten, weiter zu züchten und dann letztendlich auch unter kontrollierten Bedingungen wieder in die Natur auszubringen. Das ist das Ziel, und das ist seit 2015 gibt es da ganz starke Anstrengungen von der Uni Morelia zu. Und das läuft im Moment, soweit ich weiß, auch ganz gut, das Projekt. Bei Zoos Media schauen wir hinter die Kulissen moderner Zoos. Und wenn euch das interessiert, vergesst nicht, am Ende des Videos den Kanal zu abonnieren. Diese Fische haben auch eine innere Befruchtung. Die Männchen zu erkennen an diesem orangen Halbmond in der Schwanzflosse, paaren sich also regelrecht, befruchten die Weibchen, paaren sich mit den Weibchen. Und die Weibchen tragen dann in ihrem Leib die Jungtiere aus. Sie entwickeln sich dort im Mutterleib, sind verbunden mit dem Muttertier über eine Art Nabelschnur, Trochothänien nennt sich das, und werden also über diesen Versorgungsweg mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt. Und die Jungtiere entwickeln sich dann und werden letztendlich in einem Geburtsvorgang dann von den Weibchen am Ende der Entwicklungszeit geboren. Und so haben wir also hier in diesem Becken verschiedene Altersstadien drin. Das ist jetzt hier ein adultes Weibchen, ein ausgewachsenes, aber hier sind verschiedene Jungfische in verschiedenen Altersstadien vorhanden. Der Mensch nutzt den Lebensraum dieses Kerblings sehr stark. Im Jahr 2000 hat man noch einige Tiere in der Wildbahn gefunden. Bei weiteren Suchaktionen und Expeditionen wurde er dann schon als vermisst gemeldet, und der letzte Fundort war zerstört, weil da eine Viehtränke eingerichtet wurde von der einheimischen Bevölkerung, was natürlich auch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber auf jeden Fall war damit so der letzte Fundort dieser Art verschwunden. Man hatte schon alle Hoffnungen aufgegeben, und inzwischen kümmert sich aber auch die Uni Morelia, die Universität Morelia, sehr stark um diese Art. Und mit Unterstützung auch von verschiedenen Zoos aus Europa. Der Chester Zoo ist da ganz stark involviert. Die Arten werden nachgezüchtet, also einmal dieser Tequila-Kerbling, aber eben auch die Amerika-Elritze, die wir auch schon im Beitrag gesehen haben. Und die werden nachgezüchtet und dort in dem Lebensraum wieder angesiedelt, sobald der wieder renaturiert und entsprechend vorbereitet wurde, sodass da also keine Viehtränke mehr ist und ein kleiner Tümpel geschaffen wurde, wo diese Arten dann auch gut überleben können. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.